Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, seit langem mal wieder ein Video. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht. Ist zwar nicht so geplant gewesen, ich habe davor auch nichts angekündigt oder sonstiges. Jetzt machen wir mal noch, ich erzähle gleich weiter, machen wir noch kurz Mühe an hier. Genau, wenn wir hier im Hintergrund haben, weil ich mache nämlich, das wird jetzt nämlich nur ein Informationsvideo, ja, man merkt, ich habe schon lange kein Video mehr aufgenommen. Ja, moin. Ja, egal, auf jeden Fall wird es jetzt rein Informationsvideo. Die Musik kommt mir ein bisschen laut vor. Also ein bisschen leiser stellen. Ein Prozent mal leiser. So, ist vielleicht besser. Genau, ja, es ist schon lange kein Video mehr gekommen. Lag daran, dass es ist so. Oder jetzt fangen wir mal anders an. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen erzählen, welche Themen heute anstehen, um was es geht. Es geht zum einen mal darum, dass ich jetzt wieder Videos mache, dass ich wieder was bringe auf dem Kanal. Und ja, warum und wieso jetzt so lange jetzt kam und so weiter und so fort. Es war jetzt, glaube ich, 2 Wochen, glaube ich, waren es jetzt. Ja, so, ja, 2 Wochen circa waren es. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, letztes Video war vor 2 Wochen, genau hier. Aber das letzte Video. Hier die Folge. 2 Wochen. Ja, übrigens auch vielen Dank für die ganzen Aufrufe. 51 Aufrufe. Vielen Dank. Und ja, genau. Gibt da noch mehr Sachen, wo ich mich dafür bedanken will. Werde ich aber dann auch im Laufe des Videos nochmal drauf zukommen. Ja, genau. Dann geht's eben einmal darum, warum habe ich jetzt überhaupt eine Pause gemacht, was war der Grund dafür, warum jetzt so lange es kam. Dann geht es darum, zum nächsten, wie geht es jetzt weiter und so weiter, ne? Was wird jetzt die nächsten Tage wieder kommen, die nächsten Wochen, und dann wird ja, werde ich vielleicht auch noch ein bisschen so leicht ein bisschen privat was ansprechen, ne? So im gesamten Video, und dann wird es zum Ende hin nochmal darum gehen oder darüber gehen, habe ich noch eine Videoidee, sagen wir mal so. Ich habe eine Videoidee, die ich umsetzen will, und ja, und da wäre eben meine Frage mal an euch so, was ihr davon halten würdet und ja, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte. Das könnt ihr mir dann natürlich auch reinschreiben. Und ja, genau, jetzt fangen wir mal damit an. Warum habe ich jetzt überhaupt eine Pause gemacht? Und ja, und wie sah die Pause aus und so weiter und so fort. Es war ja so, ich habe ja hier am, das war am, die Werbung weg, das war hier am, jetzt muss ich gerade selber gucken, hier oben steht es, 7.8.2020, ja, ich bin es gar nicht mal so gewöhnt hier, 7.8.2020 habe ich hier wieder ein Video hochgeladen, das letzte, und ja, war eine Folge Honest Farmer LS19, kam ja auch gut bei euch an, 2 Likes, 51 Aufrufe, 8 Kommentare, beziehungsweise 3, und von 3 Leuten, und ja, also an der Stelle auch vielen Dank, auch für die Vorschläge, die da kamen, und da war ja das letzte Video, und dann kam so, dass ich dann war es eben so, dass ich meine, ja, wie soll ich jetzt sagen, also es war eben so, dass ich dann eigentlich weitermachen wollte, ganz gewohnt, wie es halt eigentlich laufen sollte, jeden Tag morgens um 8 Uhr die Folge von Honest Farmer eben, und Wochenende eben Streams, ganz normal, ne?
Und das hat sich dann aber leider geändert, beziehungsweise ist dann eben ausgefallen eine Zeit lang, weil ich mit meiner Freundin eben Zeit verbracht habe. Mal bei ihr, mal bei mir zu Hause und auch mal unterwegs und so weiter, war ich dann auch oft unterwegs. Wer mich auf Instagram verfolgt und meine Stories anschaut, der weiß auch Bescheid, hat ein bisschen was gesehen und deswegen folgt mir auf Instagram, Link ist unten in der Infobox und beziehungsweise in der Videobeschreibung unten drin. Folgt mir da einfach, da bekommt ihr auch nochmal ein paar Sachen außerhalb YouTube mit, privat, und ja, kriegt da halt ein paar Sachen mit, wann ein Video kommt und so weiter und wann ich aufnehme und so weiter. Da mache ich halt hin und wieder mal ein paar Stories. Schaut da auf jeden Fall auch mal da vorbei und ja, schaut auch meine Beiträge an, da kommt halt natürlich auch ein bisschen wenig. Ist jetzt nicht so meine Plattform, sag ich mal, ne? Also mein Fokus ist eigentlich auch, liegt eigentlich hier auf YouTube und nicht irgendwie auf Instagram oder so. Und mit YouTube habe ich auch angefangen und das Instagram ist dann auch erst später dazu gekommen und so nebenbei, und ja, das ist dann eben auch noch ganz was anderes. Und ja, wer es da mitbekommen hat, hat schon einen Teil gesehen und was da so abging, was ich gemacht habe. Und ja, da war ich halt eben dann nicht zu Hause und wenn, dann eher selten. Mein Laptop hatte ich zwar dabei, aber den hatte ich nur so dabei zum Zocken, zum einmal so entspannt zocken eine Runde und auch mal YouTube im Auge zu behalten, den Kanal und so weiter, die Videos und so Kommentare und so weiter, falls da was gekommen wäre und so weiter, ne? Dann habe ich das halt immer wenn kontrolliert, bisschen angeschaut. Das heißt kontrolliert, halt mal immer wieder mal reingeguckt und so. Genau, deswegen habe ich den mitgenommen und einfach auch zum Spaß und so. Genau, und da habe ich dann dort auch nichts aufgenommen, weil das war mir halt einfach ein wenig zu umständlich. Also es wäre schon gegangen, so ist es nicht, aber es war mir halt ein wenig zu umständlich und ich wollte es auch gar nicht machen und so weiter. Wie wir hier waren, hätte ich auch aufnehmen können oder streamen können, aber das wollte ich dann eben auch nicht. Genau, da wollte ich meine Zeit lieber anders nutzen, sag ich mal, weil ich auch zurzeit viel lerne und für den Führerschein eben jetzt auch viel lerne, auch jetzt heute Vormittag auch schon, ne? Also jetzt ist Mittag, ne? 13:20 Uhr, wo ich es aufnehme. Vormittag auch schon gelernt und alles, heute Nachmittag wird auch nochmal gelernt und so. Das sind so die Gründe und so grob beschrieben. Was heißt grob? Es ist nicht mehr, es ist auch nicht weniger. Es ist einfach so auf den Punkt, die Gründe, oder es sind so die Gründe, und ja, genau, da wisst ihr auf jeden Fall mal Bescheid. Ich weiß gar nicht, warum ich hier dauernd rumscroll und was, keine Ahnung. Ist einfach, ich bin es nicht gewöhnt, dauernd zu reden und nichts zu machen, deswegen, ja, nicht wundern. Kommen wir zum zweiten Thema, Kanal. Also LS19 Honest Farmer lief ja ganz gut am Anfang und so weiter, beziehungsweise, ne, jetzt bis jetzt hier auch komplett schon gut, kam gut bei euch an, bin ich auch sehr zufrieden damit, freut mich. Will ich aber auch nochmal ein bisschen optimieren, ein bisschen überarbeiten, ein bisschen mehr Zeitraffer auch mit reinmachen, mit reinbringen, und das Ganze, aber das werdet ihr dann auch sehen, wie die nächsten Videos ausschauen. Dann zu den Abonnenten. Vielen Dank für das Ganze, für den ganzen Zuwachs und auch nach oben, ne? Saugeil, dass jetzt so viele dazugekommen sind. Ich habe es selber nicht verstanden, nicht gerafft, keine Ahnung. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, und weil ich dachte, naja, jetzt bringst du ja lange nichts und ja, da würden jetzt die Abonnenten nicht so wachsen und boah, keine Ahnung, die gehen vielleicht ein wenig nach unten, so um 3, 4, 5, und mehr tut sich da nicht, ne, aber nee, ganz im Gegenteil, es ist voll nach oben geschossen. Ich glaube,
wie die letzte Folge da kam, Honest Farmer, ich glaube, da hatte ich ihn da 1020, glaube ich. Und jetzt sind es mittlerweile 1060, also mega krass, saugeil. Sind einfach 40 Abonnenten dazugekommen. Ja, vielen Dank an der Stelle an euch alle für den Support und echt heftig. Und ja, habe ich gar nicht damit gerechnet. Ich habe jetzt da ich glaube, wann war das? Ich werde selber ein bisschen überlegen. Wann war denn das? Ist auf jeden Fall noch nicht lang her. Ich glaube, am Samstag oder am Samstag war es, glaube ich, genau. Samstag habe ich gedacht, ja, schaust du mal auf den Kanal, ne? Freitag oder Samstag war es, noch nicht so lange her. Ich dachte, ja, schaust du mal auf den Kanal, was sich so tut und so weiter, ne? Und mit der Abonnentenzahl und so weiter. Schaue ich drauf. Naja, also habe ich halt auf dem Handy, auf dem Laptop habe ich es gemacht. Ich halt Internet geöffnet, ne, YouTube eingegeben, auf meinen Kanal gegangen, hab mir nicht viel dabei gedacht, ne, hat halt geladen, ne, aufgerufen, also war da, und ich dachte mir so, hab auf die Abonnentenzahl geguckt und ich dachte, was? Was ist jetzt los, ne? Hab zu meiner Freundin gesagt, ey, was ist jetzt los, ne? Also auf einmal 50 mehr, ne? Also es ist mega krass, nee, 40 waren es mehr, also 1050. Ne, doch, boah, Alter, heftig. Dann habe ich mir gedacht, Alter, vielen Dank, ne? Und dann einen Tag drauf, habe ich gedacht, ja komm, schaust du nochmal drauf, ne? Dann hat sich ja was getan, habe ich gedacht, naja gut, wird ziemlich viel geändert haben, ne? Nicht viel erwartet, und ja, dann waren es auf einmal 1060, ne? Wieder 10 mehr. Also mega krass, mega krank und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den ganzen Support und ich hoffe, ihr freut euch jetzt, dass jetzt auch wieder was kommt und ich kann euch neuen Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind, auch jetzt mal wieder was bieten. Genau, aber ja, tut mir leid, dass da halt eben jetzt nichts kam. Ist halt, na, habe ich ja schon erzählt, aber mir tat's eigentlich, ja, was weiß, mir tat's ganz gut einerseits, dann konnte ich mich halt auf andere Sachen konzentrieren, und ein paar Sachen unternehmen auch und lernen und so weiter, und andererseits hat's mir aber auch gefehlt, ne, diese Routine und alles, habe ich schon deutlich gemerkt, ne, und ich war übrigens auch, bei Friseur nicht, aber ich habe meine Haare schneiden lassen, ne. Kann ich ja mal ein bisschen zeigen hier, ne, wenn man es sieht, also viel, viel dünner und alles, ne, man hat es ein bisschen gesehen, und kann ich sagen, Faden verloren, mit der Routine, genau, also das hat mir dann schon gefehlt irgendwo, und deswegen freue ich mich jetzt auch wieder auf die kommenden Wochen wieder was zu bringen, was aufzunehmen. Ob das jetzt so wirklich regelmäßig wieder kommt, kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, ich bin gerade recht beim Lernen und alles, ne? Und ja, genau, an den Wochenenden werde ich dann auch wieder streamen. Da wird es aber dann auch, beziehungsweise Wochenenden, ich weiß gar nicht, vielleicht, also heute ist jetzt Montag, wo ich das aufnehme, das wird vielleicht auch heute noch kommen. Ja, ich werde schauen, dass ich es heute Abend noch raushaue. Das Video dann, vielleicht werde ich dann die Woche unter der Woche auch mal streamen, mal schauen. Weil Bock habe ich ja schon mal wieder richtig drauf, ne, und weiß nicht, ob ich bis zum Wochenende aushalten kann, ne, also warten kann. Aber ja, einfach, ne, abonnieren, ne, kann ich mal gucken, hier, ne, kann ich mal hier schön zeigen, ne, den kann ich nicht zeigen, zeig's mir nicht an, aber, ne, einfach abonnieren, Glocke aktivieren, ne, und dann, ja, alle Benachrichtigungen aktivieren und dann wisst ihr Bescheid, seid da am aktuellen Stand, auf dem aktuellen Stand und, ja, bekommt das alles mit, wann ich live bin und so weiter. Ich werde es auch auf Instagram immer nochmal ankündigen davor, also da auch einfach nochmal reingucken, immer wieder mal täglich reingucken und
in meiner Story und ja, YouTube werde ich bestimmt auch in so einer, in der Folge oder so, Hornet Farmer werde ich bestimmt auch mal ankündigen, wenn es gerade passt oder so, ne, im Stream davor oder so, ne, seht ihr dann, ja. Boah, ich habe schon wieder mega lang gewaffelt, jetzt sind es schon wieder 15 Minuten, also es tut mir auch leid, dass es jetzt sich wieder so mega lange zieht, ne, aber wie so ein Kaugummi, aber es ist, ich muss es einfach ansprechen, jetzt, oder ich muss das einfach jetzt alles mal loswerden und euch da mal wieder auf den aktuellen Stand bringen und informieren und, ne, dass ich euch auch mal wieder, ja, bin ich euch schuldig, sag ich mal, ne, wenn man es so hart ausgedrückt, ne, aber, ne, für mich ist das halt selbstverständlich und, ne, also ich kann jetzt nicht einfach wieder, also kenne ich schon, aber ich finde es jetzt nicht so schön, wenn ich jetzt sage, ne, boah, jetzt mache ich wieder weiter, jetzt bringe ich einfach wieder ganz normal die Folgen, ne, ganz normal, sprich da gar nichts an, sondern mach das Ding und, ne, aber das wäre halt nichts für mich, das, also ich muss das schon ansprechen und, genau, ne, also, ja, ich hoffe, das versteht ihr auch und ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem so. Und ja, und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Thema, sag ich mal, ne, was ich jetzt noch ansprechen wollte, und zwar zum Thema Videos, beziehungsweise zu einer neuen Video-Idee, die ich habe, die ich schon länger habe, aber noch nicht wirklich umgesetzt habe, weil es ja leider noch nicht so, ich habe es halt noch nicht angesprochen und nix, und könnt ihr mir natürlich dann auch noch keine Meinung dazu schreiben, wenn ihr es noch nicht wisst oder es, ne, die Idee noch nicht kennt. Und meine Idee ist nämlich folgende. Ich habe vor, mal ein paar, ja, Reaction-Videos zu machen, beziehungsweise schon mehrere, wie ich es halt schaffe, zeitlich, ne? Ist ja immer zeitlich eine Frage. Hornet Farmer wird natürlich weiterlaufen, so wie gehabt, ne? Das ist klar, also das wird jetzt nicht in Mitleidenschaft gezogen oder halt, ne, hinten dran gestellt oder so. Also das gar nicht, das läuft einfach weiter. Und das andere wird halt dann so, ne, vielleicht am selben, also vielleicht auch mal, ne, am Tag, dann Nachmittag oder Abend noch kommen, so ein Video. Genau. Oder halt am Wochenende mal oder so. Ne, mal gucken, wie es macht. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, Reaction-Video, das heißt, ihr könnt mir jetzt erstmal reinschreiben, wie ihr die Idee findet. Ist jetzt ein bisschen heller, ein bisschen Sonne drauf, ne? Ja, ich sollte recht, das ist ja die Welt, wenn ich wieder ganz schön, dunkel, früher war schwarz schon wieder, naja, wird's wieder regnen dann. Naja, egal, auf jeden Fall. Könnt ihr mir natürlich jetzt reinschreiben, wie ihr die Idee findet erstmal und ja, ob sie euch gefällt oder eher nicht. Und dann des Weiteren, wenn es euch gefällt, könnt ihr mir, ja, zum einen natürlich Daumen nach oben da lassen, ne, ganz klar. Zum anderen auch mal reinschreiben, wenn ihr schon Ideen habt für Videos. Also mir ist das ja relativ egal, auf was ich reagieren soll. Das können Gaming-Videos sein, wobei Gaming ist ja ein wenig schwierig, finde ich, ne? So Let's Player und so, ne, aber es können, das können lustige Videos sein, das können gruselige Videos sein, das können, wobei gruselige jetzt eher nicht, ne, so, das ist jetzt nicht so meins, aber, ne, wo man sich erschreckt oder so, meine ich jetzt damit. Das können Fails sein in erster Linie, das können lustige Videos sein, das können Vlogs sein, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich schau da jemanden, der macht Vlogs und ja auch ja, Landwirtschaft, Real Life und so weiter.
Das könntest du dir ja mal anschauen und da möchte ich mal deine Meinung dazu wissen und so weiter. Dann könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Dann reacte ich da auf so ein Video mal. Schau mir das mal an oder stöber mal so durch den Kanal durch. Und ja, reagier da drauf. Oder sag einfach so mal in einem Stream oder so die Meinung dazu zu demjenigen und meine Meinung und ja, lauter solche Sachen könnt ihr mir alles reinschreiben. Wir können auch mal das Ganze im Stream machen, wenn ihr dann live dabei seid. Das können wir auch mal machen. Ja, mir halt fast ein bisschen lieber. Ich kann natürlich schon mal so ein Video rauspicken und dann ein Video aufnehmen dazu. Ne, und reagieren drauf. Ne, und ja, aber Livestream ist mir halt schon ein bisschen lieber, weil da habe ich ein wenig mehr Zeit, kann ich mir Zeit lassen und alles. Ne, ein Video will ich halt immer nicht so lang ziehen und alles, das will ich halt dann nur eine Viertelstunde machen höchstens und ne, genau. Ja, und Reacten heißt, dass ich mir das Video davor nicht anschaue, sondern oder den ganzen Kanal davor mir nicht anschaue, sondern ich schaue das Video an, ne, drück Aufnahme, schau das Video an, mach dazwischen Pause oder schau es mir ganz an, je nachdem, und reacte dann danach oder ne, mittendrin oder so, ne? Und sag dann meine Meinung am Schluss dazu und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt, ne, ist ja ganz klares Reacten, ne? Und genau, so sollte das dann auch ausschauen. Und ja, jetzt sind schon wieder 6 Minuten rum, Wahnsinn. Genau, aber das war es jetzt auch soweit mit dem Video. Ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Es war informativ für euch. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Jo, schreibt mir auch gerne rein, ja, ob ihr euch wieder freut, dass ich wieder da bin und wieder Videos mache. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, ich muss jetzt auch aufhören. Ne? Lasst ein Like da. Ich kriege nämlich einen Anruf. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ruft das nächste Mal wieder an, ja, genau, ja, in dem Anruf, nee, das nicht, genau, schaut das nächste Mal wieder vorbei und ja, schreibt mir in die Kommentare, ne, eure Meinung, eure Ideen und so weiter und so fort und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit und haut die Kommentare voll, ja, lasst mich wissen und ja, dann bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Servus.